passiert, wir wissen es auch nicht. Und lass uns einfach mal überraschen. Ganz besonderen Dank aussprechen möchten wir Herrn Hinrich Paul und Frau Claudia Wester für die Einladung und dass sie das Konzert hier möglich gemacht haben. Ich sage immer, Musik verbindet und dieser Abend ist ein schönes Beispiel dafür. Herr Paul und ich, wir haben uns vor einigen Jahren im Rahmen einer kleinen Orgelstudienfahrt kennengelernt, als sich das abzeichnete, dass dieses fantastische historische Instrument bald restauriert werden sollte. Und daraus hat sich ein Kontakt entwickelt, der dann irgendwann zu unserem ersten Konzert hier geführt hat. Und dass wir heute unser zweites Konzert hier geben dürfen, freut uns natürlich ganz besonders, weil es war damals schon so schön und wir sind so warm empfangen worden, dass es heute ein bisschen wie nach Hause kommt. Dankeschön dafür. Ja. Für die von Ihnen, die mit dem, was wir machen, das nennt sich frei improvisierte Musik, noch nicht so in Berührung gekommen sind, einfach ganz kurz erklärt, frei improvisierte Musik bedeutet, es gibt eigentlich nichts, was vorher festgelegt ist. Wir haben keine Noten, wir haben keine Stücke, die wir spielen, sondern wir spielen aus dem Moment heraus, hören auf die anderen und dieses Zusammenspiel entwickelt sich und ist frei. Es gibt einen englischen Begriff dafür, Instant Composing, aus dem Moment heraus komponieren. Jeder von uns Musikern ist ein Mitkomponist von dem, was jetzt gerade passiert. Jeder entscheidet immer, spiele ich mit, ziehe ich mich zurück, mache ich das Gleiche wie die anderen, verstärke es oder mache ich etwas ganz anderes. Das passiert im Moment, im Spielprozess und deswegen ist es richtig, was Frank gerade gesagt hat, wir wissen selber noch nicht, was alles gleich passiert. Und dazu wollen wir Sie herzlich einladen. Die einzige Vereinbarung, die wir eigentlich haben, bevor wir ein Stück beginnen, machen wir einen kleinen Klang, so einen Ping. Und dann machen wir einen Moment der Stille und aus dieser Stille heraus geht es dann los bei uns. Und ja, jeder von Ihnen hat bestimmte Vorstellungen, bestimmte Lieblingsmusiken und hat Gefühle dafür, was er eine tolle Musik findet oder nicht. Und das, was wir machen, nennen wir auch Musik. Es gibt aber durchaus auch Klänge dabei und Geräusche, wo der eine oder andere sagen würde, was ist das Musik? Insofern würde ich Sie einladen, einfach Sie wissen, was Sie für Musik kennen und welche Sie nicht kennen. Und das Wichtigste ist einfach zu hören, was passiert. Genauso wie man sich meinetwegen draußen die Vögel anhört, da gibt es Krähen und Raben, da gibt es Singvögel, ganz verschiedene Stimmen, die man hört, und das ist dann einfach so. Und genau in der Weise musizieren wir. Zu den Einflüssen, die dann noch in so eine Improvisation mit reinkommen, zählen noch andere Faktoren. Das ist einmal natürlich der Raum. Im Idealfall gibt einem so ein Raum etwas und man kann damit arbeiten, fühlt sich davon inspiriert. Das Publikum spielt eine Rolle. Also selbst wenn sie nicht laut werden, wir spüren sie trotzdem und es wird wahrscheinlich irgendeinen Einfluss nehmen. Und letzten Endes die Musiker als einzelne Person, jeder Musiker, der sich beteiligt, bringt seine eigene Geschichte, seine eigene Art und Weise und seine Persönlichkeit mit ein. Und das führt mich eigentlich dazu, als letztes Ihnen einfach diese tollen Leute vorzustellen. Das ist am Saxophon, an Perkussion und vielen verschiedenen Objekten Hans Speck. Am Hubler, Analog-Synthesizer und verschiedenen anderen elektronischen Mitteln ist das Peter Schwieger. Am Seiten Ebers mit elektronischen Ergänzungen ist das Erik Pfennig. An ganz vielen möglichen und unmöglichen Tasten ist das Werder Scherer. An der Geige mit elektrischen Anhängsel ist das Lutz Wagner. Meine Wenigkeit mit allen möglichen Künstlern ist Frank Eyck. Der eine oder andere von uns wird sich im Laufe des Abends auch noch an eine der Orgeln vergehen. Ich bitte jetzt schon einen Moment Entschuldigung.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vielen Dank.